Ich habe von dir geträumt. Und von dir. Von dir auch, von euch allen. Wir waren gemeinsam auf einer Party. Tolle Stimmung. Da kommt eine wunderschöne Frau auf mich zu und sagt, hallo, ich bin heute Abend deine gute Fee und du hast 3 Wünsche frei. 3 Wünsche. Echt? Ja, sagt sie. Hier ist meine Bankkarte. Heb dir schon mal 3 Millionen ab und kauf dir, was du möchtest. Wow, was für ein Traum, oder? Ich habe ihn gleich aufgeschrieben im Halbschlaf. Und heute Morgen lag tatsächlich ein Zettel neben dem Bett mit der geheimen PIN-Nummer. Und wisst ihr, was merkwürdig war? Neben dem Bett lag noch hier dieser Luftballon. Ich habe den Zettel mit dem Traum hier reingepackt und nachher kommt das hier in die Tüte. Hier drin, vielleicht könnt ihr schon sehen. Und ich würde sagen, du bist jetzt mein Unparteiischer. Okay, nimm mal bitte den Luftballon und gib ihn irgendjemanden in der ersten Reihe. Na, du hast dich echt weit bewegt. Gleich am Nachbarn. Wunderbar. Halt ihm mal das Mikrofon bitte. Und wer bist du? Ich bin der Stefan. Hallo Stefan. Stefan, neben dem Bett lagen noch diese Namensschilder. Da war Petra, Kevin, Sebastian, Albert, Jill, Hans-Jürgen, Ahmed, Helge, sehr sympathisch, Horst und so weiter und so weiter. Nimm mal bitte, Sebastian, einen Zettel heraus. Einen Namen. Hast du einen? Ja. Okay, lies ihn bitte laut vor. Welchen Namen hast du? Patricia. Dann nimm mal bitte den Luftballon und wirf ihn irgendjemandem zu. Irgendjemanden. Okay, bitte fangen. Okay, was ist Ihre Haarfarbe? Blond, sag ich mal so. Ja, okay. Sie nennen bitte jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10. Die 8. Die 8, ganz sicher die 8. Okay, werfen Sie weiter. Luftballon weiterwerfen, Blickkontakt aufnehmen. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 10. Die 7. Erst die 8, dann die 7. Weiterwerfen bitte den Luftballon. Kommt in den Schoß geflattert. Erst die 8, 7 und jetzt die 4. Hat es einen besonderen Grund, dass du die 4 nennst? Nee? Okay, die 4 ist super, aber nenn vielleicht noch eine Zahl. Die 9. 8, 7, 4, 9. Okay, dann steh mal bitte auf. Steh mal bitte auf. Und mit einem riesen Applaus bringst du den Luftballon zum Unparteiischen. Wie heißt du? Peter. Peter. Peter, bitte halt mal den Luftballon nach oben. Ich möchte, dass du schaust und bestätigst, dass da auch wirklich etwas drin ist. Kannst du bestätigen? Okay. Ich will diesen Luftballon jetzt gar nicht anfassen. Ich möchte gerne, dass du ihn hier reinwirfst in die Tüte. Und Peter, weißt du, was merkwürdig ist? Ich dachte, ich bin der Einzige, der das Geheimnis von der guten Fee kennt. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, ihr und ich, wir alle, wir hatten den gleichen Traum gehabt. Wir hatten den gleichen Traum gehabt, weil hier drin, mitten im Luftballon, findest du einen weißen Zettel. Greif mal rein. Und halt den Zettel bitte hoch. Halt ihn hoch. Komm noch ein bisschen hier rüber. Du wirst feststellen, er ist zugetackert. Ist das richtig? Richtig. Okay, dann ich halte es mal fest für dich. Versuch mal mit dem Fingernagel drauf zu schreiben. Versuch mal drauf zu schreiben. Geht es? Nein. Geht nicht, okay. Du kannst, er ist zugetackert, aber der hat so Rissstellen. Reiß es einfach mal weg, wie bei einem Los. Was steht drauf? Ich träume von einer guten Fee, sie heißt Patricia und hat blondes Haar. Blondes Haar? Ihre PIN-Nummer lautet 8749. 8749? Dann hat das ja geklappt. Ganz herzlichen Dank hier. Du bekommst einen riesen Applaus hier. Vielen Dank. Dankeschön.